Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Mein Name ist EditLP, ich sag danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, das sieht doch schon ganz nach Kacke aus. Hier war noch eine Schnauze, soweit ich das weiß. Genau, da haben wir sie auch schon. Und ja, das wusste ich noch. Die hat sich irgendwie bei mir eingefleischt. Toll, da war ja richtig viel drin. Oder ich habe die ganzen Sachen doch gleich eingesammelt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie es weiterging. Das ist jetzt das Blöde. Ich konnte mich nur noch daran erinnern. Ah, jetzt zieh mal Kätzchen. Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Ich denke mal, er spricht gerade von den Scharfsrichter. Immerhin lebt er ja doch noch. Ja, toll. Warum bin ich dann jetzt hier runtergesprungen, ganz ehrlich? Ach ja, wegen den Zähnen. Ich hab's ganz vergessen. Okay, da hinten ist schon mal wieder eine Alice-Flasche. Habe ich jetzt auch die richtige? Nein, habe ich nicht. Zack. Und rüber. Rüber. Oder da rüber. Rüber, 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 rüber. Oh Gott. Was für ein Niveau begebe ich mich. Ich meine, ich habe ja schon ein niedriges Niveau, was aber auch alles stark geplant ist. Aber das ist echt niedrig gewesen. Okay, hier geht's wieder zu Gegnern. Und da hinten ist auch schon wieder eine der gepanzerten Wachen. Na komm schon. Die hauen wir jetzt richtig mit unseren schönen Steckenpferd was aufs Maul. Oder auch nicht. Weil wir dich lieb haben. Jep, jep, jep. Wir haben dich alle ganz doll lieb. Sag mal, was? Was war das denn jetzt? Au. Okay, er drängt mich doch schon bis zum Rande des Abgrunds. Hat man selten gesehen. Na komm schon. Werft ein schönes Ding. Hui. Komm, 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 komm. Nee, das war jetzt doch doof. Ja, ich sag mal, es war doch doof. Oh, den haben wir. Komm, 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 komm. Der hat ja immer noch einen. Jetzt aber. Oder auch nicht. Jetzt? Ja, klasse. Wir haben auch wieder volles Leben. So wie sich das gehört. Ja, hör doch mal auf, so oft zu laden in letzter Zeit. Ist ja richtig nervig geworden. Ja. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Da geht's zur Königin. Okay, und auch zu den Scharfsrichter. Ich mag den Scharfsrichter nicht. Wäre natürlich klug, mir einzubringen, wo das Ding ist. Kann ich nicht da lang laufen? Wo geht's jetzt überhaupt hin? Mache ich das jetzt echt hier alles nur? Wow, das ist eine kleine Plattform im Vergleich zu den anderen. Nur wegen den Zahn? Okay. Also wer Zähne geil ist, weiß, wo er jetzt nochmal ein paar Zähnchen herkriegt. Oh, kommt jetzt das Labyrinth? Sieht so aus wie so ein Gartenlabyrinth, oder? Ja, das sieht mir ganz danach aus. Okay. Okay. Ja. Ja. Holen uns natürlich auch gleich mal hier noch eine Flasche oder eine Erinnerung, wenn ich das richtig sehe. Ach, eine Flasche. Seht ihr? Sehr schön. Ich glaube, dieses Labyrinth war auch gar nicht so schwer.
Ja, also im Vergleich zu anderen Spielen, wo man denkt, okay, wie komme ich jetzt hier raus? Zum Beispiel bei Zombies Aids My Neighborhood am Anfang, eins dieser Level, das war ja richtig brutal, sage ich mal, wo dieses Chainsaw Massacre war. Das war geil. Oh, ist ein schönes Spiel. Müsste ich auch mal wieder spielen. Für SNES war das. Nee. Da will ich jetzt eigentlich so noch nicht hin. Ja, aber gucken, was hier noch ist. Den Eingang habe ich ja noch nicht gemacht. Die habe ich noch nicht wahrgenommen, okay. Sehr schön. Weil bei den anderen hat er ja auch angezeigt, dass da Gegner sein sollen. Oder komme ich da einfach nur woanders raus dann? Ach so. Ja. Gut. Ja. Wow. Okay. Alles klar. Soll ja auch mal vorkommen. Soll wenigstens noch mal ein paar Zähne bekommen. Wir können die Zähne gut gebrauchen. Noch. Bald haben wir die in Überfluss und denken uns, ja toll, wir können damit nichts mehr anfangen. So, den ersten haben wir. Jetzt kommt der hier. Komm, 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 geh doch auf. So, den haben wir auch. Zack, schießen und nochmal schießen und nochmal. Und dann sehen wir, dass da wieder eine gepanzerte Wache ist. Komm, 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 komm. Oh, dieses fliegende Viech, ich muss das jetzt irgendwie hier aus dem Weg kriegen. Kurz erstmal heilen. So, das hat super geklappt. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Also, wenn ich das jetzt so abschieße, bewirkt das gar nichts, okay. Aber so bewirkt das leicht den Tod. Rauf da, rauf da! Oder auch nicht. Mal kurz leben. Und komm, komm! Ah, ist leer. Na los, geh schneller. Schneller, schneller, schneller. Er wartet doch schon. Haben wir ihn. So muss das sein. Und weiter geht's auch in diesem ach so tollen Labyrinth. Ich meine, die Idee ist allgemein richtig schön gemacht mit so einem kleinen Labyrinth. Es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn es hier mehr Fallen geben würde. Oder so. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder was Schönes. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Heißt jetzt einfach nur weglaufen und das schöne Labyrinth einfach außen vor lassen. Geil. Ja. Naja. Da macht man sich sein schönes Labyrinth kaputt, finde ich. Oh, jetzt kommt was Geiles. Genau. Viel zu gut. Die ganze Zeit hat er uns tyrannisiert und jetzt haben wir ihn einfach mal fertig gemacht. Oh ja, so muss das laufen. Rache ist süß, habe ich gehört. Jetzt sind wir Riesen-Alice. Leider jetzt auf einmal mit ihrem blauen Kleid. Wäre jetzt schöner gewesen, hätte sie jetzt noch ihr anderes. Ja, unser Ziel ist natürlich das Herz von der Königin. Hier sehen wir nochmal das ganze Labyrinth. Ja, also es ist nicht sehr groß. Ja, als Riesen kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Ganz simpel eigentlich. Ist auch nochmal eine schöne Sache, um Zähne zu bekommen, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ja, also mit X ist das jetzt hier gerade bei mir. Kann ich jetzt zum Beispiel ganz normal alles zerschlagen und mit Y bam und bam und bam, ne? So, ich kann natürlich jetzt auch damit gleich mehreres treffen. Und lustig ist es, wenn da jetzt auf einmal die ganzen Kartenwachen kommen. Bam. Bam. Dann gebe ich mir jetzt schon fertig. Aber ich will Zähne. Gebt mir eure Zähne, Mensch.
Es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Also sie haben hier doch für Abwechslung gesorgt letztendlich. Aber ich werde lieber hier spielen und nicht alles kaputt machen. Ah, sie hat sogar eine Combo drauf. Habt ihr das gesehen? Zack. Ah. Das kann nur Alice. Weil ich kriege hier so viele Herzen. Ich denke mir nur, wofür? Obwohl doch. Es kommt hier, glaube ich, noch was. Wo ich dann doch ein bisschen unter Druck stehe. Naja, kommt mal da alle raus. Au! Zähne wären cool. Oder kriege ich die Zähne nur, wenn ich eure Geburtsstätte kaputt mache? Ja. Okay. Soll mich aber nicht stören. Ich krieg euch trotzdem alle platt. Denn ich bin Spider-Man. Oder Iron Man. Ich bin Iron Man. Hallo. Tritt doch einfach drauf da. Mensch, die können dir nichts. Nur der Turm kann dir was. Denk dran. Also du brauchst echt vor keinen Angst haben, Alice. Geh rüber da zum Turm und mach sie fertig. Oh, der war knapp. Ach ja, ich glaube, ich kann auch die Tentakel rausreißen. Genau. Bisschen Hausarbeit oder Gartenarbeit. Und jetzt geht's ab zum Turm. Achso, ich kann auch mit A das machen. Aber okay. Zack. Herz zerstampfen. So, jetzt muss ich, wollte gerade sagen, jetzt muss ich überlegen, wo war das? Ja, als Riesen haben wir leider keinen Schrumpfsinn mehr. Das ist natürlich sehr traurig. Wäre natürlich lustig, wie groß Alice wäre, wenn sie ihren Schrumpfsinn einsetzt. Naja, wäre ich nebensächlich hier, aber trotzdem. So. Zum nächsten Schachfeld. Alles one-hitten. Zack. Zack. Weil ich sammle hier Herzen ein, ich denke mir, wofür? Oh, da war noch ein Zahn. Komm, den kriegen wir. Zahn um Zahn, Braue um Braue. Oh, die schöne Shin-Chen-Folge. Braue um Braue. War, glaube ich, mit einem der ersten. Finde ich auch schön, dass Leute auch die ganzen alten Folgen auf YouTube hochladen. Weil die gibt's ja manche Serien gibt's ja wirklich so gar nicht mehr sonst zu kaufen. Das ist ja das Schlimme und auch gar nicht zu sehen. Ja, also da ist man ja wirklich auf so eine Sachen wie YouTube, mal Video und so weiter angewiesen, sage ich mal. Und dann finde ich es allerdings doch wieder scheiße, dass die ganzen Folgen gelöscht werden. Klar, Copyright und so weiter, nur ey, man muss doch irgendwie die Fanbase am Leben halten. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich denke, jeder hat sich schon mal bestimmt seine Lieblingsserie auf YouTube oder irgendwas angeguckt oder was weiß ich. Es gibt ja zig Seiten. So, komm, reiß die Tentakel. Das hat nicht weh, Alice. Keine Sorge. So, einfach ein bisschen rumtrampeln. Rumtrampeln und Herz. Herz allerliebst. Lachen. Die sagte mir jetzt gerade, dass mein Guthaben weniger als 1 Euro beträgt. Das wundert mich. Obwohl doch, ja klar, meine Internetflat wurde jetzt wieder abgebucht. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, ich hatte doch noch 10 Euro drauf. Klasse. Ach, da hinten ist der Turm. Warum mache ich denn jetzt hier alles schon kaputt? Kann ich doch auch später machen eigentlich. Sieht doch geil aus, wie sie diese Kugel immer vorbereiten. Aber okay, machen wir jetzt mal wieder die kleinen Viecher hier kaputt. Als erstes den. Autsch. Oh, Zähne. Bam. Schießt es eigentlich auch durch die Tentakel? Ja. Okay, das hatte ich mich nämlich jetzt gerade noch so ein bisschen gefragt. Die Frage war jetzt für mich noch ein bisschen offen. Einfach ganz lässig ausweichen. Da ist noch ein Einzelner. Den haben wir aber so fertig gemacht. Ich jetzt hier extra nochmal rüberrennen muss, nur um diese eine Tentakel zu erwischen, damit die anderen runtergehen. Die
sogenannte Haupttentakel. Tentoxa-Tentakel. So. Okay, Herzbube, wir kommen. Oder Herzdame? Meine Herzensdame. Hui. Können wir jetzt alles unter den Rock gucken? Naja, nicht ganz, obwohl, wenn man den richtigen Zeitpunkt... Ach, da haben wir es doch gesehen. Sie hat einfach ein schwarzes Loch immer noch drunter. So, jetzt geht's los. Ich soll aufgeben. Ich werde dein Herz zerschmettern. Hä? Was ist jetzt, Königin? Mit das Auge Saurons. Aber natürlich ist da gleich so ein heiliges Wasser, was mich wieder schrumpfen lässt. Aber natürlich. Hättest du die auch einfach mitnehmen können, wären wir noch ein Stückchen weitergegangen. Du bist so auf jeden Fall viel schneller. Oh Leute, überlegt euch das mal, wie heftig das gewesen wäre ohne diesen riesen Zeugs. Die ganzen Menschenmassen, Kartenmassen. Ach, da oben. Also wir müssen sie auf jeden Fall treffen. Gut, würde ich sagen, sehen wir dann aber auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Alice Madness Returns. Mein Name ist EditLP, ich sag danke fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.